Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Also, das ist etwas subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi und Popo. Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich und blöd! Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Du hast deine Mutter gehört, du kleiner Mesker. Ignoriere mich einfach. Du stinkst! Entschuldigung, ich würde gerne in das Gebäude, wenn ich darf. Entschuldigung, ich würde gerne da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Cop da drüben. Tun wir. Vielleicht würde ihn so ein Schlag ins Gesicht motivieren. Officer Murray. Hey, Murray! Ich bin's, dein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Hat keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich seine Aufmerksamkeit von hier bekomme. So, das sind die einzigen Möglichkeiten. Gut, dann müssen wir jetzt eben fix das Gas holen, damit der den hier anlockt und wir dann da durchkommen können irgendwie. Aber wie ist das denn mit dem Officer? Ich dachte, der ist hier irgendwie nur für die U-Bahn tätig, zuständig. Du so machen wir jetzt den Deal mit dem Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Ich muss mir sehr den Schuss machen, der Gegner. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. So. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich glaube, der will gerade nicht. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Entschuldige mal, kann ich dich mal kurz sprechen? Hat gerade Kundschaft. Ich komme gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Er sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass er es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Oh, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Ach, das ist jetzt so eine doofe Dauerschleife, pünktlich allerdings. Und zu einem sehr guten nicht. Preis. Der Kühlschrank ist abgeschlossen. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Müll, wie spät ist es? Gasflasche. Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Erstmal mit Mary, damit es keine Missverständnisse gibt. Ist das mir wumm gemeint, Freund? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ey, der folgt mich mit seinen Augen, guck mal. Der guckt ganz genau, wo ich hingehe. Du kannst also den Deal mit dem Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Erstmal ich sollte mit allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit reden ist. Sie reden doch immer wieder dasselbe. Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Bitte. Nö, der hört... Dann lege ich dich schon mal auf den Tresen. Das würde Sinn machen. Du kannst also den Deal mit ich glaube nicht, dass das was bringt. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, Jahren wenn ich es noch schaffen will. Übergezogen. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Ach, können wir auch zu labern. Ich habe seit 7 Jahren... Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Ich glaube nicht. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden Meine stillhalten. Güte. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Hier, Polizist. Polizist das der gebe ich nicht weg. Angst, oder? Das wird nicht klappen. Ich bin gerade überfordert. Na sicher. Ich weiß nicht. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings... Ich weiß gerade nicht, was ich da...
Kann ich noch rein, oder wie? Hey, Mr. Emerson, ich glaube, wir sollten uns noch mal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt noch mal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut, kein Stress. Willst du mein Geld? Ja, klar. Quittung. Nee, die... Musst du Mel geben. So, jetzt gibt's ein bisschen auf den Ich hab seit 7... Auch nicht. Entscheide dich. Das gebe ich nicht... Gut, macht keinen Sinn. Ich bin einfach auch gerade... Ich weiß nicht... was man da jetzt noch machen kann. Kann ich jemand mein Geld einzahlen oder so? Das wäre jetzt total dumm, aber... Der Zaster bleibt bei mir, wollte er sagen. Ich wollte ihn eigentlich nicht. Mann, ich bin überfordert. Was soll ich denn jetzt tun? Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Es wird nicht klappen. Was soll ich tun? Ich würde ja gern rumlaufen, ein paar Geister umnieten. Aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Mann. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Die trage ich nicht rum. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Kann ich da meine Finger reinstecken? Ja, mach mal. Vielleicht ist ja was drin. Ich glaube, reinblasen hilft da auch nicht. Geil. Leere Flasche, Standfuß. Du kannst also den Deal mit dem... Ach so, das ist in Ordnung. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Ich rede nicht mit... Da stellt man Sachen drauf. Das ist wohl wahr. Vielleicht stelle ich da jetzt mal einfach das da drauf. Was ist mit der Konkurrenz? Wenn du das für eine gute... Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ich könnte mir jetzt irgendwie das Wasser da reinfüllen von... ich bin gerade übrigens relativ schräg an meinem Mikrofon. Sekunde. So, vielleicht können wir da jetzt irgendwie die Sachen reinpacken von, das Wasser reinpacken von Amazon. Was? Das ist keine gute Idee, denke ich. Dieses Mal wirft er vielleicht seinen Monitor nach mir und das ist ein Röhrengerät. Du bist das aber auch ein Schisser. Du Schissi, ne? So kann ich vielleicht die Zitronen... Eher nicht. Nee. Du überforderst mich, mein Freund Randall. Du überforderst mich. Ich hab jetzt diese komische also Flasche. Mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr nicht, guten das Preis. Wenn du ich das, sollte allerdings los, wenn, das, wenn ich's noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Eine leere Flasche. Ach was. Also da ist nichts zu trinken drin. Ach was. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Das ist physikalisch unmöglich. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch leere Flasche, pack sie da doch auf. Blödsinn. Hey, ich hab da was gefunden, das ist runtergefallen. Ich glaube nicht, dass das jemand will. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Boah, kann man jemand das Dauergeblabber von denen ausschalten?
irgendwie das Loch hier mit stopfen oder? Ich glaube nicht, dass. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Wenn ich ihn gut sicher. repariert und zu einem sehr guten Preis. Dann müsste doch bestimmt. Ich sollte allerdings los, wenn du das noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Der will ja wissen, wie spät es ist. Vielleicht kriege ich ja hin, dass die Uhr repariert wird. Wenn die irgendwie. Was ist denn das für eine gute. Ist in Ordnung. Ist noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Es ging eigentlich mehr darum, nicht, dass die Lassies Probleme machen. Zu reparieren oder die Zeit nach vorne zu drehen, damit die denken, oh, ich muss jetzt los. Wenn du das. Sorry, du Model. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ich brauche eine anständige Uhr. Ich muss in den Zeitentschuss machen. Vielleicht muss ich nochmal nach Hause. Was für ein. Er hat gerade das Geschäft seines Lebens gemacht und trotzdem sieht er aus, als wäre jemand gestorben. Ich habe meine gute Tat für heute getan. Außerdem glaube ich nicht, dass er mir noch mehr geben will. Ich meine, reinhauen hilft jetzt auch nicht. Ich weiß einfach nicht. Ich denke nicht, dass das klappt. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich denke. Hier. Nee, die muss. Ja, wie soll ich sie Mel denn geben, wenn er so abgelenkt ist? Ich meine auch, wie kriege ich ihn jetzt? Die haben die. Die vergessen ja die Zeit und deswegen. Brauche ich. Weil sie die Zeit aus den Augen vergessen. Verlieren. Sprechen die ja am Stück die ganze Zeit miteinander. Ich glaube nicht. Ich hab selbst. Was mache ich denn jetzt? Ich habe das mit dem Gas. Vielleicht muss ich nochmal zum Matt. So, kann ich jetzt trotzdem mit ihm reden und sagen, dass er beschäftigt ist? Nee, lass mal. Hey! Was machst du noch hier? Die Zeit läuft ab! Der Würstchenfresser wird nicht ewig hier bleiben. Ich brauche diese Gasflasche. Ei, ei, Captain. Das ist echt knifflig. Und was stand da für ein Name? Hab ich gerade Zombie gelesen. Jetzt weiß man natürlich auch nicht mehr, was man da noch groß machen kann. Ich probiere halt wirklich dumm. Ich glaube nicht. Wenn du das für eine gute. Ja, ja, schon klar. Das ist keine. Wenn du das für. Boah. Du kannst also den Deal mit dem. Ja, sicher. Hier bin ich. Und zu einem sehr guten Preis. Wo ist das jetzt denn hier? Was soll ich denn jetzt hier machen? War das der Scheiße noch Marston und Unbelievable? Keine Ahnung. Da ist eine Uhr. Hier ist so viel Zeug. Du hast noch viel Zeit. Du hast keine Zeit. Es ist 5 nach 3. Ja. Was ist mit der Konkurrenz? Der Müll ist sicher sein Gewicht in Gold. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Halt dein Maul! Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Der Typ sieht nicht. Der wäre sicherlich. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so. Du kannst also den Deal mit. Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit.
Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ey, das ist doch nervig. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Eine Fernbedienung. Kann ich bestimmt einen Fernseher mit anmachen. Du hast noch viel Zeit. Nee. Nee.